Hallo, na, es geht weiter mit Tomb Raider 2. Und das wird ein bisschen nervige Lauferei hier und die Klappen müsste ich auch noch mal irgendwie aufbekommen. Denn diese Gebetsrolle, die wir einmal gefunden haben, die gibt es fünfmal. Fünfmal und dann dürfen wir sie einsetzen. Das heißt, wir haben gerade mal eine. Vier suchen wir noch. Und die gehören hier rein, in diesen Raum. Das heißt, die eine könnten wir theoretisch da schon mal einsetzen. Anscheinend gibt es da keine bestimmte Reihenfolge oder was. Da tut sich nichts. Am Ende soll sich das wahrscheinlich, ja, soll das aufgehen. Und hier sehen wir noch eins und zwei und drei. Und da hinten ist die vierte. Die fehlen uns noch. Die werden wir jetzt leider suchen müssen. Das könnte ich jetzt mit Cuts auch schneiden. Mag ich aber ungern immer machen. Weil ich dann mit Camtasia rendern müsste. Oder Matrix, je nachdem, was ich benutze. Und das ist immer leider dann nicht mit 60 FPS. Und ich finde, die Qualität ist auch immer etwas schlechter dann. Das sieht man zum Beispiel bei einem The Last of Us Teil immer da, wo ich Schnitte drin habe. Und das dann hinterher render. Ich finde, da ruckelt es dann immer doch leicht. Und das finde ich irgendwie blöd. Wir müssten jetzt eigentlich noch mal zu dieser Sandgeschichte. Da war ich nämlich richtig. Allerdings ist es hier so, dass ich da noch einen Weg übersehen habe. Und zwar genau da, wo ich das schon versucht hatte, hochzukommen. Und da gibt es aber noch eine andere Stelle, wo man hoch kann. Das habe ich bei das Rabenschnitzel gesehen, wo ich gerne mal immer reingucke. Der hat auch immer oft dieselben Sorgen vor einigen Jahren gehabt, wo er das Let's Play aufgenommen hat, wie ich. Und das hilft mir dann immer so ein bisschen. Manchmal gucke ich auch eine Komplettlösung, aber da ist es halt einfach, geh da lang, geh da hoch, und dann den Hebel und dann denkst du irgendwann so, okay, was, wo, wie? Und in ein Let's Play reingucken hilft tatsächlich, finde ich, immer ein bisschen schneller. Das ist auch eine ganz tolle Stelle hier, die ich schon das letzte Mal herausgefunden habe. Ich versuche mich möglichst ranzuhalten. Ich weiß aber leider auch nicht überall, wo. Ich weiß, dass, wie gesagt, diese Falltürengeschichte eine Ecke war. Wo ist denn, wo geht's denn hier? Bin ich bescheuert? Ach, hier. Genau. Dass wir einmal nochmal hier hochgehen. Und dann, wie gesagt, dann haben wir zumindest schon mal eine zweite. Dann ist die dritte da unten bei den Türen, wo ich nicht weiß, wo der Hebel dafür ist. Dann gibt es noch eine beim Wasserraum tatsächlich dahinter. Ja, da müsste auch eine Gebetsmühle sein. Und wo dann die vierte ist, weiß ich, wie gesagt, nicht. Das weiß ich nicht. So, wir beeilen uns mal. Ich hoffe, ich bin richtig hier, aber es müsste eigentlich richtig sein. So, so, so. Genau. Genau, hier ist richtig. Und hier muss ich nach oben. Und da seht ihr den Hang, den habe ich komplett übersehen. Nee, geh nochmal zurück. Und spring ab und hoch mit dir, damit wir zumindest an die eine noch jetzt kommen. Ja, wie gesagt, ist nicht immer nur das Problem, dass ich gar nicht weiß. Schön. Ja, schön. Danke, dass du mich auch noch piekst hier. Ich habe dir nichts getan. Ich gebe mir größte Mühe, euch nichts zu tun hier. Dass ich gar nicht weiß, wo, sondern wie gesagt auch, wie ich an diese Türen in diese Räume reinkomme. So, und nochmal hoch. Und dann ein bisschen vorsichtig. Ja, das ist toll. Sonst speichere ich gleich, wenn das jetzt hier wirklich so schwer ist. Geh weg da. Latsch mir nicht immer vor die Füße, ey. Du siehst doch, dass ich hier gerade versuche, da hochzukommen. Oh, dass ich hier auch nicht einfach sich hochziehen kann, nervt auch ein bisschen. Aber ist okay. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir lassen uns nicht. So. Das wird super. Das wird klappen. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es ist zu weit hoch, zu weit weg. Keine Ahnung, aber wir schaffen das schon.
Jetzt habe ich gespeichert, jetzt kann nichts mehr passieren. Ja, und jetzt klappt es natürlich auch. Mit Speichern geht alles. Und dann wollen wir hier runter. Jetzt sind wir das erste Mal auch hier oben, wo ich eh hin wollte. Wo ich aber dachte, hier wäre bestimmt ein Secret oder so. Aber nee, hier ist... Ach, da ist sie schon. Da ist sie schon. Ach, die zweite. Und ich, ja. Mhm. Sammelst du die mal ein oder ist es zu schwer gerade? Aha. Das Riesenteil ab in den Mini-Rucksack. Und dann kannst du hier den Hebel ziehen. Sonst kommen wir hier wahrscheinlich nie wieder raus. Toll. Und da ist wieder ein Gegner, ne? Hallo. Arsch. Ja, aber wir verbrezeln, wie gesagt, auch ganz schön viel. So, jetzt können wir wieder zurück. An der Stelle haben wir das ja geschafft. Da haben wir auch die Tür jetzt aufgemacht. Vorsichtig. Das war die zweite Gebetsrolle. Dann kannst du jetzt hier wieder zurück. Genau, ich musste gerade mal überlegen, ob ich hier richtig bin. Aber es müsste eigentlich stimmen. Wir speichern ab. Habe ich geladen? Ach, Gott sei Dank. Halleluja, okay. Es geht so schnell, dass man statt speichern lädt aus Versehen. So, keinen Schaden genommen. Sehr schön. Ja, hier kann dir eh nichts passieren. Supi, und dann gehen wir wieder zurück. Denn jetzt kommen die eigentlich schwierigen Stellen, finde ich. Aber auch nur, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wo der Hebel ist. Es kann sein, dass ich das hier cutten muss. Es kann sein, dass ich das dann doch schneiden muss. Dann ist das so. Ja, dann hier runter. Durch unseren coolen Gang. Aber das ist die Frage, warum? Oh, schon wieder Gegner. Und können wir da nicht immer einfach die Pistole nehmen, um ein bisschen Muni zu sparen? Ja. Ei! Ei! Es tut mir leid, ei, ei, ei! Ihr Mexikaner klingenden Menschen. Dass ihr angegriffen wurdet. Ich weiß auch nicht, warum. Sie wollen euch aufhalten. Es gab ja auch noch diesen einen Raum, da stand oben auch eine. Die habe ich nicht vergessen. Aber da frage ich mich auch, wie wir da hinkommen. Das war auch total doof eigentlich. Und auch das ist total doof eigentlich, was ich hier mache. Ich laufe hier so ein bisschen querfeldein. Da kam, war aber nichts mehr, oder? Weil wir hier so... Das verwirrt mich immer. Nee. Also da nicht. Genau, ich wollte hier unten... Da wollte ich eigentlich lang. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, damit die Klappen sich hier öffnen. Irgendwo wird es ja wohl was geben, aber hier in dem Raum sehe ich gerade keinen Hebel. Weiß nicht, wie mache ich das auf? So schwer wird das doch nicht gemacht sein. Man muss es doch irgendwie können. Schade, dass ich es nicht auswendig weiß und wird es jetzt schön schnell gehen. Hier ist auf jeden Fall der Raum, da können wir schon mal die nächste Mühle einsetzen. Rolle, sorry. Nein. Nein. So, Gebetsrolle. Das war die zweite. Ja, es tut sich nicht. So, und jetzt fehlen mir noch eins. Zwei. Drei Rollen fehlen uns noch. So ein Dreck. Und ich habe keine Ahnung, wie gerade. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen uns auf die Socken machen. Ist leider so. Ach ja, na gut. Es muss auch eine Möglichkeit geben, da oben an diesen einen ranzukommen.
Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der Raum ist, aber ich weiß noch, dass es gar nicht so weit weg war. Hier will ich gar nicht hin. War das... Konnte man da... Das war auch irritierend, dass man da hinten in die Ecke konnte, aber da war doch auch nichts. Dann will ich da auch gar nicht mich aufhalten, weil ich meine, da ist nichts. Sonst wäre ich da natürlich jetzt hingegangen. Aber... Wo, Leute, wo? Hebel und so. Nee, das möchte ich auch nicht. Dann kommen wir nur noch oben an die Statue. Das brauchen wir gerade nicht. Das kommt noch. Wenn diese Seraphengeschichte da oder was auch immer da oben eingesetzt werden soll, wir werden schon noch was finden. Das heißt, entweder da halt jetzt zurück oder da. Aha. Das ist auch schön, dass du dagegen knallst mit deinem Kopf. War das hier? Nee, hier war auch einfach mal. Oh, waren wir hier schon? War ich hier schon oben? Weiß ich gerade gar nicht. Wenn ja, wir probieren es nochmal aus. Vielleicht habe ich da ja noch was übersehen. Kann mich nur gerade nicht dran erinnern, wo diese Leiter hinführt. Nach hier oben. Aha. Ja. Okay, ach so, das war die Leiter, die ganz am Anfang uns dahin gebracht hat. Kann das sein? Deswegen erinnere ich mich schon wieder gar nicht mehr so. Und da ging das da runter mit diesen Steinrollen, alles klar. Ja, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich irgendwo Hebel übersehen habe, die gewisse Klapptüren halt öffnen, was ja nicht unwichtig ist. Ist hier in der Ecke vielleicht noch was? Die kann man so schnell übersehen. Vielleicht doch noch mal im Wasserraum? Ich wüsste jetzt halt auch nicht, wie ich das nachprüfen soll, weil jeder Let's Player hat ja so seinen Stand. Und dann müsste ich noch mal wirklich halt gucken. Da war auch nix. Nochmal hier rausgehen vielleicht, aber das, ich glaube, dann kommen wir ein bisschen zu weit zurück. Das ist, nee, nee, das ist schon gut, dass wir hier drinne sind. Wasserraum, wie gesagt, wäre noch so eine Idee. Wir sind nicht total falsch, würde ich sagen. Hier bist du auch. Hier ist auch nix. Bist du hier schon? Ach so, hier war ganz der Anfang. Ja, Leute, gut, dann machen wir es doch noch mal so, dass ich einen Cut mache und das hinterher schneide. Dann sind wir ein bisschen schneller. Bis gleich. Ja, ich bin so intelligent. Auf jeden Fall wird jetzt eine Kettenschlussfolgenreaktion entstehen, weil ich habe immer nur die Tür gesehen und nicht das verdammte Schloss, was daneben ist. Und wir haben doch noch den Karma-Schlüssel. Yeah, und der passt da rein und dadurch werden wir auf jeden Fall jetzt weiterkommen. Weil wir kommen immer gut weiter. Seht ihr? Weil hier ist jetzt ein Schlüssel und ohne den Schlüssel kommt man ja nicht weiter, versteht ihr? Und es ist voll toll. Es ist so toll, weiterzukommen und einen Plan zu haben. In diesem Fall habe ich tatsächlich in ein Walkthrough mal reingeguckt. Auch sehr hilfreich, wenn man keinen Plan hat bei Tomb Raider. So, und jetzt dürfen wir zu den Shredder. Geräten hierhin. Ja, nicht zu nah ran, bitte, nicht zu nah ran an die Geräte. So. Bin so euphorisch. Ich speichere auch schon gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich ruckel hier so einen Stuhl hin und her. Mehr als aufgeregt, weil es jetzt weitergeht. So, und jetzt speichere ich aber. Ein bisschen Obacht muss sein. Und Medipack wäre auch super. Und weiß ich nicht. Was nimmt man da am besten? 317 Schuss, 436, 486. Und dann nehmen wir das M16. Ich kämpfe, wie gesagt, nicht so gern damit, aber ich weiß ja nicht, ob jetzt hier Gegner kommen. Das sieht aber schön hier aus. Okay, da ist Feuer. Und ich wette, das können wir... Oh
Oh, guck mal hier oben. Die Augen, die bewegen sich. Wie creepy. Warum bewegt sich, wie bewegen sich denn die Augen der Wand? Ah! Okay. Das ist voll schön hier gemacht. Ich habe keinen Plan, was wir... Ah, ein Hebel. Geht das auf Zeit? Ich höre Schritte. Ich weiß nicht, ob das auf Zeit geht. Was ist hier? Ich gehe immer extra so an die Wände, damit man... Weiß ich nicht. Mal gucken, ob die gleich wieder angehen. Dann weiß ich jedenfalls, dass ich mich beeilen soll. Was ist da? Ja, die sind wieder angegangen. Die sind wieder angegangen! Ich wusste es! Dann müssen wir uns beeilen. Das ist scheiße, weil da kann man, glaube ich, ganz schwer springen, so wie das aussieht. So. So. Und natürlich wird genau hier und nirgendwo anders gespeichert. So, und jetzt noch los. Ich muss gucken können. Deswegen. Genau deswegen. Scheiße. Schon verkackt. Schon verkackt. Ja. Verkackt. Der eine Sprung. Aber komm. Das geht doch noch. So, ich dachte, jetzt fängt sie richtig an zu brennen. Nee, den nicht. Den da. Dich habe ich. Wenn der Mönch da mal aus dem Weg gehen würde. Okay. Wenn der Mönch aus dem Weg gegangen wäre, hätte ich ihn angegriffen. Aha. Doch das war nicht nötig, denn wir sind Lara Croft. Anime-Musik. Oder so. Ein Hebel. Da gehen die Klapptüren runter. Sieht so cool aus hier. Komm, sagt mir nicht, dass das nicht cool gemacht ist, das Level. Wenn das jetzt halt alles auch noch so auf neu gemacht wäre, das wäre doch mega stark. Kommt man von da unten auch wieder hoch oder ist jetzt hier Pech? Das würde ich ja schon gerne mal wissen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich von da oben nochmal wieder hochkomme. Ich weiß auch gar nicht, wo wir da sind. Irgendwie. Was ist hier? Uff. Also auf jeden Fall eine ganz neue Gebietsecke. Und das ist schon mal auf jeden Fall richtig nice. Bewegen sich die Augen da auf. Warum haben die sich gerade eben da bewegt? Aha. It's creepy shit. Okay. Okay. So, und dann wollte ich da vorne noch mal lang. Hast du auch noch was fallen lassen? Ja. Aha. Ach so. Ach so, ach so. Hier wollte ich noch mal hoch. Waren wir hier schon? Nee. Oh, das sieht ja auch toll aus. Ganz toll. Was ist hier? No. Schon wieder so ein Ding, wo man was einsetzen kann. Das sieht genauso aus wie das bei der Statue oben. Genau so ein goldenes Ding. Irgendwas müssen wir da noch finden. Halleluja. Ich dachte gerade, hier geht's voll runter. Was ist hier? Keine Ahnung, ob sich das hier noch am Ende öffnet oder so. Auf jeden Fall sollte man sich den Gang merken. Und da die Dinger aus sind. Gut, aber ich würde sagen, wir speichern an der Stelle mal und gehen jetzt hier runter. Weiß nicht, ob das... Oh, da wollte ich runter. Macht das irgendwie einen Unterschied, wo man runtergeht? Nee. Oder? Doch. Nee. Man kommt bei beiden auf der Seite runter. Ich glaube, ich kann da die Fenster zerschießen, aber vorher schaue ich nochmal natürlich mich hier um. Denn da ist ein Hebel. Yippie! Und damit habe ich die Klapptür aufgemacht. Okay, damit ich hier wieder rauskomme. Aber wozu soll das denn gut sein? Hier runter, um da wieder hochzukommen. Why? Was ist hier? Ist hier irgendwas? Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Naja, wahrscheinlich wegen der Geschichte, ne? Also war das einfach nur, um so ein bisschen Stuff zu sammeln? Oder so? Was ist das hier?
Aha. Oh, das sieht aber aus wie irgendwas Besonderes. Aha. Vielleicht sind das diese zwei Teile für einmal für die Buddha-Statue oben und einmal für da oben. Denn es sind ja genau so eine Dinger. Ich weiß ja gar nicht, wie die heißen. Müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Wie heißt denn das jetzt, was wir hier... Edelsteine. Oh, sorry. So einfach habe ich nicht gedacht. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal da die Treppe hoch. Und dann will ich mal wissen, ob die Edelsteine in diese goldenen Fassungen passen. Das würde mich ja jetzt brennend interessieren. Da es ja doch zwei sind und dieselben Dinger. Gehört hier ein Edelstein rein? Ja! Das heißt, wir müssen zurück zur Buddha-Statue zum Hundertzimmer. Huch. Jetzt hat sich das tatsächlich geöffnet. Wow! Wie krass! Das ist voll creepy, aber irgendwie auch richtig cool. Das ist das Adventure-Feeling, was ich liebe. Und was ich zum Beispiel total vermisse im neuen Tomb Raider-Film, worüber ich ja auch schon mal mit meinem Freund einen Podcast gemacht habe. Und auch ein bisschen bei Rise of the Tomb Raider vermisst habe, weil da ist es ja doch viel Action, finde ich, geworden. Bei Tomb Raider 2013 habe ich mir jetzt auch gerade erst neu gekauft. Da ist die nächste Gebetsrolle. Juhu! Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Aha. Hätten wir ja auch sonst nicht bekommen. Ganz schön viel Aufwand für so eine Gebetsrolle. Ja. Habe ich mir erst gegönnt, das neue Tomb Raider PS4-Spiel 2013. Ich mag das total gerne. Ich habe das jetzt, glaube ich, ich habe es einmal Let's Play damals einmal gespielt. Es wäre dann, glaube ich, das dritte Mal oder so, dass ich das spiele. Aber ich finde das halt mega gut. Es ist die junge Lara, aber. So, schafft man es, immer stehen bleiben und hüpfen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurück gehen. Soweit ich weiß. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Schnell! Okay. Und jetzt machen wir das, was wir am besten können, zum 100. Mal. Ihr wisst genau, was jetzt kommt. Wir werden wieder die Statue entlang klettern. Dafür gehen wir hier wieder zurück in den großen Saal. Oh Gott, dieser Banner. Leute. Seriously? So. Ist das der oder der Raum? Ich glaube, es ist tatsächlich sogar der. Oder? Nein, es ist natürlich der hintere. Welcher auch sonst? Natürlich vertue ich mich. Na gut, dann geh halt den entlang. So. Dann gehen wir da hoch. Das können wir gut. Und dann setzen wir den Edelstein ein. Und wehe, das löst nicht irgendetwas aus, was uns weiterhilft. Dann sonst weiß ich auch nicht. Wie wir das mit dem Wasser machen und so weiß ich nicht. Also, Option A, es wird sich die Falltür im Boden öffnen, unten, damit wir in den Keller können. Option B, das Wasser aus dem Schwimmraum geht raus. Ich weiß nicht, was das auslöst, wenn wir da den Edelstein einsetzen, aber scheißegal. Hauptsache, es geht weiter. Und das Ganze ohne möglichst wenig Lösung, das freut mich natürlich immer. So, jetzt gehst du nach oben. Und dann hoppidi hopp hopp. Langsam, langsam, langsam. Und dann nach oben. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir hier oben sind. Wenn das jetzt nicht klappt, weiß ich auch nicht. Alle guten Dinge sind drei. Und es klappt! Sie sagt mal nicht no. Die Klapptür geht auf. Sehr schön. Ich wusste es, wie gesagt, nicht. Geil, ey. Jawoll. Jawohl. Ja, das freut mich immer so, wenn es weitergeht. So.
Dann kannst du jetzt hier runtergehen. Yes. Und weil wir nicht wissen, was da kommt, speichere ich endlich mal wieder ab. Schon wieder eine viel zu große Zeit her. Und dann gehen wir hier hoch. Ist dunkel. Keine Fallen, bitte. Oh, irgendein Raum. Okay. Ein Raum. Mit einer Tür. Oh, das ist. Oh, ah, das. Hier geht's runter in diesen Wasserraum. Und da ist ein Hebel. Alles klar. Dadurch geht die Tür auf. Okay. Also da will ich jetzt nicht runter, weil dann kommen wir nicht mehr hoch. Das weiß ich, weil da ja die Schräge ist. Ich finde das voll schön gemacht hier mit dem Wasser. Ich glaube, mit der heutigen Grafik würde das so geil aussehen. Kannst du die hier wegziehen? Zum Wasser hin? Hallo? Nicht? Aber wie denn dann? Wie dann? Wie dann? Und wenn wir sie reinschieben. Achso, warte, ich kann ja hier an die Seite auch. Ist da was? Nö. Dann schieb sie doch einfach. Schieb sie doch einfach dahin. Voll der schöne Ruheraum eigentlich so. Keiner kommt dahin. Ein bisschen Wasser da, so ein bisschen Erde. Einfach mal so eine Höhle für sich allein. Und so. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich dachte, jetzt wäre hier was hinter. Nee. 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 Du kannst sie da nicht hin. Du kannst sie da nicht hin. Was? Ich glaube, wir müssen sie von der anderen Seite. Warum? Wir müssen das Wasser stoppen. Wir wollen das Wasser stoppen, glaube ich. Indem wir die Kiste da hinschieben, ist diese. Können wir da nämlich lang laufen? Was, glaube ich, sonst nicht geht oder so. Jetzt hat das Wasser da aufgehört. Jetzt haben wir das gesch. Ach, und dadurch stoppen wir das. Alles klar. Aber da war die Vermutung ja richtig, dass hier dann das Wasser dadurch weg ist. Und den Steindrachen haben wir ja schon, von daher. Aber frag mich nicht, wo hier die anderen Drachen sind. Ich bin froh, wenn ich hier diese Gebetsrollengeschichte hinbekomme. Da ist die nächste. Geiler Scheiß. Super. Ich glaube, es fehlt nur noch eine, oder? Ich glaube schon. Eine Rolle fehlt noch. Also das haben wir auch geschafft. Das ist prima. Ich freue mich gerade mega. Genau. Und dann können wir da hin. Ist hier sonst noch irgendwas Wichtiges, Cooles, was wir nur finden, weil wir hier jetzt kein Wasser mehr haben? Nein, dann gehen wir hier weg. Wie schon gesagt, können wir hier hochklettern. Hatte ich ja schon im letzten Part erwähnt. Das macht nur Sinn, wenn das Wasser draußen ist. Dann kann man hier die Leiter wieder hochklettern. Und dann. Weiß ich nicht. Sollten wir die langsam mal einsetzen? Ich weiß nicht, ob das was bewirkt. Da ist noch ein Hebel auf der anderen Seite, aber den haben wir, glaube ich, schon betätigt. Können wir von hier oben vielleicht was erledigen jetzt? Dass die sich auch alle nicht wundern. Was macht denn die Lara hier eigentlich so? Wie macht das Wasser hier raus? Und ich weiß auch nicht, seit die hier ist, verändert sich alles. Mal so ganz anders als sonst. Nee, ich glaube, ich möchte da mal lang. Oder? Ach ja, ich weiß noch, wo die dritte ist. In diesem Raum, wo die oben lag. Genau, wo die Frage ist, ob das hier war oder nicht. Also hier. Aber was war denn da nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich suche diesen Raum. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber ich weiß nicht, ob der hier war. Das war oben und dann kam ich da nicht ran. Und da lag die aber in der Ecke, die doofe Mühle. Ich weiß es genau. Ich gehe mal hier ihm entgegen. Hallöchen. So, sind wir hier bei ihm wieder. Ist ja auch gar nicht so verkehrt. Nur, wo will ich eigentlich hin?
Ist das nicht sogar hier, wo ich hin will? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo ist denn dieser dusselige Raum? Ah, ich weiß es nicht. Wir werden das im nächsten Part herausfinden. Also entweder setze ich dann am Anfang des nächsten Parts die Gebetsrollen ein oder ich stehe dann da bei dem Raum, was wahrscheinlich geschickter ist, bei der letzten Gebetsrolle. Und dann haben wir eigentlich alle und können die zurückbringen. Und darauf freue ich mich sehr im nächsten Part von Tomb Raider 2, Leute. Bis dann.